Das Frauenfrühstück gibt es hier seit gut 15 Jahren. Also die Historie. Der türkische Elternbund hat sich gegründet 2001, 2002 um und bei. Dann haben die hier richtig Räumlichkeiten bei uns im Stadtteilzentrum bekommen und durch das Engagement, der Vorstand bestand zum größten Teil aus Frauen, muss man mal dazu sagen. Da war das Interesse da, was für Frauen zu machen und auch nur ein Frühstück für weibliche Besucherinnen. Und angefangen haben wir dann mit dem Titel Frauenfrühstück, dann hieß es später türkisches Frühstück und haben wir gedacht, wir müssen das einfach auch nochmal öffnen. Es kam auch aus dem türkischen Elternbund, aus der Community heraus, dass man gesagt hat, das ist hier so bunt, hier waren russische Frauen, polnische Frauen, hier waren englische Frauen, deutsche Frauen haben Interesse gehabt, dazu zu kommen. Es ist generationsübergreifend, man muss nicht in irgendeiner Altersgruppe sein, sondern hier kommen manchmal ganz kleine Kinder. Heute ist, glaube ich, das jüngste Kind hier 6 Monate alt, würde ich sagen, die Tochter von Burcu. Hier waren schon auch deutsche Frauen dabei, die so um und bei 87, 88, also knapp 90 Jahre alt waren. Und das macht das Ganze aus. Es ist halt ein besonderer Treffpunkt. Deswegen auch ein kleiner, geschützter Raum für Frauen. Und die können sich hier völlig frei unterhalten. Es gibt ein wahnsinnig fantastisches Frühstück, muss ich mal dazu sagen. Das ist ganz anders als das, was man selbst so kennt. Und mit sehr viel Mühe bereiten in der Regel 2 Frauen dieses Frühstück vor. Die besorgen die ganzen Einkäufe, das ganze Projekt ist in sich sozusagen in autark. Und dann und wann laden wir auch Referenten ein zu bestimmten Themen. Also wenn es um Erziehungsfragen geht oder welche Schule könnte die geeignete sein. Solche Themen werden hier auch besprochen. Und dazu, wie gesagt, dann und wann punktuell kommen Fachleute vorbei und geben nochmal so einen kleinen Input von 15 bis 30 Minuten, wenn es denn gewünscht ist. Und das wird immer sehr gut angenommen, ist immer gewachsen. Es ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit, unserer Stadtteilarbeit und ich würde auch behaupten, ein fester Bestandteil hier innerhalb Wedels für Frauen, die nicht nur migrantischen Ursprungs sein müssen, sondern die einfach auch so mit Interesse hierher kommen können, um hier zu frühstücken für ganz kleines Geld. Und die haben in der Regel immer tolle Gespräche, tolle Situationen und ganz feine Momente. Und das findet hier bei uns immer am 2. Montag im Monat statt. Habt ihr eine Veranstaltung hier in Wedel, internationales Frauenfrühstück? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Hallo, ich heiße Burcay Dr. Taş. Wir treffen uns jeden 2. Montag im Monat. Kann jeder an diesem Frühstück teilnehmen? Jeder sind herzlich eingeladen. Wo findet dieser Frühstück statt? Im Stadtteilzentrum im Mittendrin.